Von daher, so, klack, klack, klack. Die Musik gefällt mir gerade sehr gut. Also noch auf das Thema von vorhin zu kommen, wenn ihr wisst, woran es liegt, wenn ihr selbst da eine eigene Meinung dazu habt, seid nicht scheu, schreibt es doch mal in die Kommentare, schreibt es doch einfach mal rein. Es schadet euch nicht, es schadet mir nicht, es dauert 30 Sekunden sowas in die Kommentare zu schreiben, also ich hoffe, dass es nur 30 Sekunden dauert, es sei denn, ihr wollt einen Roman schreiben, womit ich auch kein Problem hätte. Es dauert nur 30 Sekunden sowas in die Kommentare zu schreiben und dann ist die Sache geklärt, dann weiß jeder Bescheid und schreibt doch einfach mal eure Meinung rein. Wäre mir echt, wäre mir wirklich, wirklich wichtig. So. Ein bisschen verschönert, das wird alles noch ein bisschen schöner hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie was zustande bekommen. Das sieht gut aus. Ich frage mich, wo dieses ganze Knurre herkommt. Und ich frage mich, ob ich es wissen will. So, klack, 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 klack. So, jetzt brauchen wir noch die Erde. Oh, die Erde wird reichen, glaube ich. Damit ich mich hier unten wenigstens erstmal sicher fühle. Super. Okay, hier ist ein bisschen Kohle, nehmen wir mal mit. So. Kohle, Kohle, Kohle. Nehme ich gerne mit, weil ich so gerne Kohle hole. Ich hätte gern Kohle für meinen Ofen. Da würde ich jede Nacht, keine Ahnung, mir einen Schnitzel braten. Ah, okay, hier haben wir noch. So, alles schön vermauern hier. Damit ich hier auch richtig sicher bin. Und dann kommt hier noch alles weg. Und der Spaß, der kommt auch noch weg. Vielleicht finden wir noch ein paar Diamanten drunter. Wer weiß das schon? Vielleicht ist der heute mein Lucky Day. Ich weiß es nicht. Zumindest ging es mal wieder gut. Gestern war ja... Oh, Alter. Also nochmal sorry für alle, die... Also gestern war der 8. Sorry für alle, die gestern die Let's Plays erwartet haben und gestern kam keine. Das hatte ich ja nochmal bei Facebook angekündigt. Sag ich immer wieder gern. Auf Facebook gucken, wenn sowas passiert. Da hatte ich angekündigt, dass ich da... Boah, Alter, war ich... Ich bin ganz ehrlich, ich hatte gestern einfach so einen Kater. Ich war so tot, ey. Wir waren... Ich war mit dem Junior-Chefs hier, wo ich jetzt arbeite, waren wir feiern und... Boah, das... Also, das tut mir wirklich leid. Das, da ging gar nichts mehr. Das, nee. Gestern war ich tot. Ich habe dann am Abend, als es mir wieder besser ging, habe ich zur... Versöhnung habe ich noch ein The Forest, da habe ich noch einmal The Forest hochgeladen. Das haben sogar ziemlich viele geschaut, muss ich gestehen. Da haben echt viele zugeschalten. Dann. Aber da ging, also, Alter, diese Geräuschkulisse, ne? Ich werde nicht sagen, dass es nervig ist, aber es ist schon nervig. So, erstmal hier alles weg und jetzt machen wir das. Vergrößern wir die Decke nach da. Und sobald das hier sicher ist, so die erste Vorhut, können wir super mit Farmen anfangen. Schauen wir nochmal hier, ob hier irgendwas ist. Dann tun wir uns noch ein paar Öfen craften. Falls wir zurückkommen, dass wir das alles schneller brennen können. Weil ein Ofen, ihr habt es gesehen, das dauert ja ganz schön lang. So, aber hier scheint, glaube ich, so nichts mehr zu sein. Jetzt gucken wir mal noch, in welcher Tiefe wir sind. Wir sind auf 13. Das heißt, das hier ist gar nicht Diamantentiefe, ne? Tiefe, ne? Tiefe, ne? Deutsch nicht korrekt. Ach, hier ist gar nichts drunter. Na gut. Ah doch, da ist was drunter.
Dann baller ich das hier mal zu. Super, wenn das weitergeht, kriegt man sogar recht schnell. Unser Bett zusammen. Den lasse ich mal, weil mit dem zusammen kriegen wir unseren Wasserfall, kriegen wir unser unendliches Becken voll. Wir brauchen ja zwei dafür. So, jetzt machen wir den mal noch weg hier. Oh, da hinten sehe ich wieder Diamanten. Alter. Was ist hier bitte los? Ich weiß nicht, von wo das kommt, das Gestöhn und so, aber ich will es momentan noch nicht herausfinden. Ich will gerade erstmal hier ein bisschen die Kohle abfarmen. Denn Kohle ist wichtig, das wissen wir alle. So. In Wirklichkeit bin ich aber nur feige und traue mich gerade nicht und deswegen stelle ich mich jetzt her und farme Kohle. Kohle farme. So. Das tut mir leid, aber es muss hier alles eine gewisse Ordnung haben. Denn wir sind ja noch eine Weile und ich möchte das hier nicht unordentlich zurücklassen. Das geht so nicht. So. Man soll schon merken, okay, das hier ist wirklich eine Mine. Da hat er länger dran rumgesessen. Oder da haben wir besser dran. Besser gesagt, wir haben länger rumgesessen. Ihr schaut euch den Schrottschrott hier an, ja? So ist es ja nicht. Oh, das war so gar nicht geplant. Das sagt er immer. Was? Super! Das sieht doch mal nach einer gut ausgehöhlten Mine aus. Das tun wir hier noch. Dicht machen, dann tue ich hier Türen hinsetzen. Und ja, das mache ich jetzt überall, weil ist mir lieber, als überrascht zu werden dann. Dann kann ich hier komplett zumachen. So. Und auch hier kann komplett zugemacht werden. So. Hier sollte ich vielleicht die Tür wieder einsetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Türen. Türen hat man hier drin, gell? Genau. Tür. Da oben muss noch zu, weil ich weiß nicht, was da hoch, was da rauskommt. So, klack, klack. Super, ist doch geil. Gefällt mir richtig gut, da haben wir jetzt einmal mal. Das nehme ich mir da jetzt mit. Waschbar, obwohl es ja aber so ein Ding hin. Und da kann uns jetzt hier einfach mal gar nichts. So, dann können wir mich jetzt mal in die Kohle hier reinpacken schon mal. Das können wir reinpacken, Feuerstein können wir reinpacken. Das müssen wir noch schmelzen dann. Ich verschwende auch Kohle von mir aus bis zum Abwinken. Das stört mich jetzt gerade gar nicht. Jetzt können wir auf jeden Fall... Oh, es fehlt eins. Echt jetzt. Na gut. Mit was essen kurz. So. Da haben wir es auch schon. Wo haben wir denn die Fackeln? Die sind da. Hä? Achso. Und dann war es nächster Kunde, nächster Garantgang, fertig. Und das Holz natürlich mitnehmen. Wir müssen das Holz mitnehmen. Weil die sich jetzt fragen, warum ich das Holz mitnehmen. Wir müssen das mitnehmen, wenn wir hier länger unten bleiben wollen.
dann müssen wir uns irgendwie einen Vorrat schaffen. Deswegen müssen wir das Holz auf jeden Fall mitnehmen. Ist aber auch kein Problem. Geht ja schnell, wir haben eine Diamantaxt dabei und die hält das ganze Holz auch aus. Also so ist es nicht, sieht zwar schon ramponiert aus, aber wir können die auch mit einem Diamanten easy reparieren. Das mache ich, glaube ich, auch gleich. Weil, ganz ehrlich, das kostet ja gar nichts mehr, das reparieren. Das ist so geil. Und ich hoffe, das wird auch nicht viel teurer, weil wenn das nicht teurer wird, dann kann man sich endlich die Spitzhacken machen, die man möchte. Und dann hat man die, weißt du, dann hat man die einfach. Und dann kann man seine Diamanten halt für anderes Zeug ausgeben. So. Die Zäune nehme ich aber mit, weil die können wir dann auch gebrauchen. Können wir mit nach Hause nehmen. Mama, Mama, ich habe Zäune mitgebracht. Schön für dich. So. Klack, klack. Jetzt haben wir hier die Fackel weggemacht. Dann müssen wir natürlich eine neue setzen. Kinder? Wuh. Alles schön. Oh. Ah, okay. Dann hier oben. Erstmal so ein Ding. Ja, da ist nämlich schon der erste. Weil ich würde hier gerne erstmal... Damit keine bescheuerte Spinne auf die Idee kommt, hier durchzumarschieren. So. Weil ich würde hier gerne erstmal Stück für Stück alles erkunden. Wie gesagt, ich möchte hier wirklich so... Sag mal... Ich habe das mal als Challenge mal und ist so unter der Erde gelandet und muss einfach so überleben. Da rennt man jetzt auch nicht. Jetzt tut man sich auch erstmal die Schächte abschotten und sucht sich dann nach und nach. Wie kommt der da rein? Dir ist klar, dass das ein gesicherter Bereich ist. Wie bist du hier reingekommen? Ah! Hä? Oh. Alter. Ich glaube, das ist Spawner drüber. Moment. Das haben wir gleich. Achso, da ist einer. Okay, haben wir auch gleich. Der Moment. Tut mir leid. Ja, herzlich willkommen. Ist das geil? Warte mal. So. Dann mache ich mir ganz kurz. Moment, dann machen wir ganz kurz hier noch eine Workbench hin. Klack. Weil wegen den Kleinen, ich höre nämlich schon wieder einen Kleinen, der da oben ist. Lalalalalalalalala. Wie geil ist das bitte? Hä? Hä? Achso, da ist es daneben gespawnt, weil es ja anscheinend zu dunkel ist. Auch kein Problem. Okay, wir müssen hier gut aushellen. Wie geil ist das bitte? So, auch hier gut ausleuchten. Und dann können wir uns jetzt hier mal... die lustigen Gesellen kümmern. Da hat sich ein Creeper gerade gemeldet. Hallo Creeperli, na wie geht's dir? Du bist auch gleich tot. Ich guck mit Assi auf den Boden, um ihm so ein bisschen dieses Gefühl von Ignoranz zu geben.